Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen das neue Infocenter unten rechts am Bildschirmrand. Mein Name ist Pirmin Lehner. In der Taskleiste links sind Programme aufgelistet und rechts haben wir einige Informationen zum System, hier die Internetverbindung, die Sprache, die Zeit und das hier ist neu, das ist das Infocenter. Hier sieht man manchmal Zahlen drin, wie beim WhatsApp. Das heißt, dann haben Sie eine Information erhalten. Welche Informationen können das sein? Zum Beispiel Mails, Updates, Terminbenachrichtigungen und so weiter. Wir sehen das nachher. Ich klicke mal hier drauf. Es erscheint dieses zusätzliche Fenster. Ich erweitere das. So, und habe nun hier einige Kacheln, die ich mal genauer anschaue. Hier zuerst der Tablet-Modus. Was ist das? Googeln Sie danach. Er ist zum Beispiel praktisch, wenn Sie ihn einschalten. Dann erscheinen alle Fenster gerade in Bildschirmgröße und Sie brauchen sie nicht jeweils zu vergrößern. Probieren Sie es aus. Netzwerk, vielleicht brauchen Sie es vielleicht auch nicht, dann könnte man die Kachel auch entfernen. Ich zeige das nachher. Eine Notiz, ich klicke mal drauf. Da bräuchte es OneNote aus dem Microsoft Store. Leider ist der Store nicht installiert, geht also nicht. Ich gehe weiter. Dann haben wir hier alle Einstellungen. Da komme ich nachher darauf zurück. Flugzeugmodus. Jetzt denken Sie, ja, mit diesem Gerät fliege ich ja sowieso nie herum. Aber die Einstellung ist gar nicht so schlecht, denn es unterbindet sofort sämtliche Verbindungen zu Ihrem Natel ins Internet. Also es wird der ganze Funkverkehr sofort abgestellt. Position, ich glaube, das braucht es nicht. Sie wissen immer, wo Sie sind. Schalten Sie das also ruhig aus. Ruhezeiten. Sie könnten hier Ruhezeiten definieren. Dann die Bildschirmhelligkeit. Ich klicke einmal drauf. Dann ist es ziemlich dunkel. Wieder ein Klick, ein bisschen heller. Also Sie können hier in Viertelschritten den Bildschirm regeln in der Helligkeit. Weiter Bluetooth. Bluetooth ein- und ausschalten und überhaupt einrichten. Dazu schauen Sie sich das Bluetooth-Video an. Dann hier projizieren. Projizieren, das werden Sie brauchen, wenn Sie einen Beamer anschließen. Sie haben dann immer die Sorge, wo soll das Bild angezeigt werden, auf dem PC und auf der Leinwand oder nur auf der Leinwand oder soll das Bild vom PC erweitert werden auf die Leinwand. Die Einstellungen finden sich hier. Hier unter Verbinden können Sie Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden und auch nach diesen suchen. Vielleicht haben Sie noch eine VPN-Verbindung, dann dürfte Sie das hier noch interessieren. Und ja, jetzt fehlen hier noch Kacheln, darauf komme ich zurück. Ich gehe nun zu allen Einstellungen. Wir sind hier beim Zahnrad, dasselbe finden Sie ja übrigens auch hier beim Windows-Zeichen, ein bisschen weiter unten. Hier das Zahnrad zu den Einstellungen ist also genau dasselbe. Ich gehe mal hier zu System und Anzeige und hier zu Benachrichtigungen und Aktionen. Da sehen Sie wieder diese Kacheln, die wir vorhin hatten. Die Kacheln können Sie übrigens einfach packen und so verschieben, wie Sie das gerne hätten. Und Sie können hier unten, da steht schnelle Aktionen hinzufügen oder entfernen. Ich schaue mal da rein. Also hier können Sie diese einzelnen Kacheln überhaupt ein- und ausschalten. Ich gehe da wieder zurück. Weiter unten haben Sie weitere Einstellungen. Gehen Sie das einmal durch, was Sie denn gerne ein- und ausgeschaltet haben möchten. Das war's.